Guten Tag, liebe Herren. Mein Name ist Xenia Droben, ich bin Partnervermittlerin und heute mein Thema ist, kann ich mit 70 noch glücklich werden? Ich bekomme ziemlich oft die Anfragen von den Herren und die zweifeln daran, ob sie noch glücklich sein können oder sein werden, wenn sie, ich weiß nicht, 50, 60, 70 Jahre alt sind. Also so ungefähr, wie die Männer sich nennen, alte Säcke. Also kann ich noch glücklich werden oder ist das schon zu spät? Bei manchen Herren, es klingt so, wer braucht so einen alten Sack, so ungefähr. Ehrlich gesagt, als Partnervermittlerin und als Frau kann ich das überhaupt nicht hören. Es ist kein Scherz, es ist wirklich bewiesen. Mensch kann sich verlieben in jedem Alter. Also unsere Gefühle werden nicht alt, wir altern nicht. Wir altern nur vom Gesicht mäßig, aber wir altern in unserem Inneren nicht. Und es ist auch möglich, mit 70, 80, 90 sich zu verlieben, den richtigen Partner zu treffen und neues Glück aufzubauen. Das Alter hat mit unseren Gefühlen überhaupt nichts zu tun. Deswegen, wenn ein Kunde kommt und sagt, ja, also Xenia, ich bin 70, kann ich noch glücklich werden, das ist ein fürchterliches Alter, wer braucht so einen Mann? Ich sage umgekehrt, also genau für die Männer im Alter 60, 70 habe ich eine riesige Nachfrage. Es gibt so viele Frauen 50 plus, die sich so einen älteren Mann, so einen weisen, erfahrenen Mann wünschen, mit dem man eine gleichberechtigte, eine nette, warme, starke Beziehung aufbauen kann. Genau die Männer, also ehrlich gesagt, mir die Männer ab 70 bekommen so viele Anfragen von den Damen, das ist einfach Wahnsinn. Ich habe wirklich sehr viele Damen in meiner Kartei, die etwas älter sind und die suchen auch einen älteren Herrn. Und ja, also das Alter hat wirklich überhaupt nicht damit zu tun, ob man glücklich sein kann oder nicht oder werden kann oder nicht. Das andere Problem könnte sein, wenn der Mann mit 70 sich eine, ich weiß nicht, 40-jährige Frau wünscht. Dann ist es natürlich ein schwieriges Problem, weil eine 40-jährige Frau, sie sucht ja, sagen wir, einen jüngeren Mann. Also nicht mit 70. Aber wenn ein erwachsener Mann im Alter, ich weiß nicht, 55, 60, 70 oder auch älter, eine Frau ungefähr in seinem Alter sucht, dann kann ich wirklich so von helfen. Also Jungs, echt. Ich habe so viele Frauen, die sich nach älteren Herren streben und nicht vergessen, die Damen ab 50, die haben schon auch ihre Erfahrungen eingesammelt. Diese Frauen sind mehr als zuverlässig, die sind mehr als motiviert, die sind bereit für viele Sachen, die haben mehr Verständnis wegen Lebenserfahrung, die haben wirklich weniger von diesen hormonellen Ausbrüchen, weil ja, also die Wechseljahre sind schon auch vorbei. Dann kommuniziert man wirklich auf dem gleichen Niveau und ohne diese Testosteronspiele. Man redet wirklich wie die Menschen und spielt man keine Spiele. Ich wiederhole es gern nochmal: Die Männer mit 70, auch mit 80, können glücklich werden und ich bin gerne bereit, diesen Herren zu helfen. Sie brauchen wirklich überhaupt nicht daran zu zweifeln, ob sie die richtige Frau finden. Es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende von den Damen, die wirklich träumen von einem erwachsenen Mann, der Liebe und Wärme und Familiensinn geben kann. Und man kann auch mit 70, 80 glücklich werden. Man soll glücklich werden. Der Mensch ist so geboren, nicht allein zu bleiben, besonders zum Beispiel in diesen Zeiten, Corona-Zeiten. Das ist mehr als Beweis. Wir Menschen gehören paarweise zusammen und wir dürfen nicht unsere Zeit verschwenden. Wir müssen wirklich unsere Partner finden und glücklich werden. Liebe Herren, zweifeln Sie bitte nicht. Ich bin da. Ich habe immer ein Ohr für Sie. Ich kann Sie wirklich ganz gern motivieren und die richtige Frau finden. Und glauben Sie mir, ich habe wirklich super gute Erfahrung mit älteren Herren, die die richtigen Frauen kennengelernt haben. Die sind glücklich und die müssen nicht allein frühstücken, die müssen nicht allein zum Mittagessen
essen und die müssen nicht allein zum Abendessen essen. Die haben die Partnerin und mit dieser Partnerin funktioniert alles. Und das Glück hat wirklich überhaupt nicht damit zu tun, wie alt man ist. Hauptsache ist Wunsch. Hauptsache ist wirklich Wunsch, glücklich zu werden, verliebt zu werden, begehrt zu werden und die Liebe zu schenken. Ich hoffe, mit diesem Video habe ich Ihnen ein bisschen weitergeholfen und ich freue mich auf Ihre Fragen. Sie können mich immer kontaktieren. Ich bin immer da und ich bin immer bereit, Ihnen zu helfen. Danke!